Hallo und herzlich willkommen bei Stuggi TV. Wir haben heute vor dem Spiel gegen Schott im Mainz die Fans der Stuttgarter Kickers gefragt, was dieses Jahr für ihre Mannschaft drin ist und wie sie die Leistung bis hierhin bewerten. Die Chancen stehen überraschend sehr, sehr gut. Ich hätte gedacht, dass es ein bisschen schwieriger wird, der Saisonauftakt, aber wir stehen stabil da, machen ein gutes Spiel, die Jungs sind gut eingespielt und ich denke mal Platz 1 bis 4 ist alles drin. Natürlich hoffen wir auf den Aufstieg, damit wir wieder in der dritten Liga Profifußball zeigen können, aber was wir jetzt schon zeigen, ist schon profimäßig. Ich finde der Zusammenhalt und dass sie sich nicht hängen lassen und immer wieder auch in schwierigen Situationen, wenn man Rückstand gerät, trotzdem wieder nach vorne kommen und einen guten Fußball spielen, keinen aggressiven, blöden Fußball, wo viel gefoult wird, sondern einfach guten, klassischen Fußball. Und das macht viel aus. Ja, ich glaube, die Kickers sind ja so kein normaler Aufsteiger. Und sind ja gut gestartet, schwimmen oben mit. Können ja theoretisch, auch wenn ich ehrlich zugeben muss, dass wir es gerne heute noch mal zumindest eine Woche verschieben würden, da heute wieder Tabellenführer werden. Die Regionalliga ist so brutal eng und wird, glaube ich, bis zum Schluss ein spannender Kampf, wo die Kickers sicherlich bis zum Ende dabei sein werden. Also es hängt auch ein bisschen davon ab, was die anderen machen, aber ich habe jetzt bisher noch keine Truppe gesehen, die deutlich besser war als wir. Und von dem her glaube ich, wenn die anderen mitspielen, ist sogar alles drin. Aber es muss nicht, es kann. Also ich denke, wenn wir auf uns gucken, bei uns bleiben, unsere Leistung abrufen, dann wird es irgendein vernünftiger Platz, sage ich mal, unter der ersten fünf vielleicht. Wenn wir irgendwie, keine Ahnung, im März immer noch da stehen, wo wir jetzt stehen, dann würde ich durchaus auch den Begriff Aufstieg in den Mund nehmen. Aber das ist jetzt noch ein bisschen früh, würde ich sagen. Also der Saisonstart, der hat mir auf jeden Fall sehr, sehr dolle gefallen. Ich meine, wir sind jetzt erster Platz, auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ich glaube aber nicht, dass wir den ersten Platz halten können. Ich glaube, wir werden so oberes Viertel landen. Und da sehe ich uns auch ehrlich gesagt, ich bin der Meinung, dass wenn wir jetzt in die dritte Liga aufsteigen, dass es schon sehr, sehr früh wäre und dass wir, glaube ich, nicht die finanziellen Mittel dafür hätten, uns in der dritten zu halten. Also momentan sieht es ja sehr, sehr gut aus. Wir haben jetzt den 11. Spieltag und momentan sind wir Platz 2. Das heißt, Stuttgart hat jetzt ein Spiel mehr und ist jetzt dementsprechend auf Platz 1. Wenn wir heute gewinnen, sind wir Platz 1. Wir drücken natürlich allen die Daumen, sodass wir von einem guten Ergebnis ausgehen. Wenn man sich den Trainer, Muschti, anhört, dann ist er froh, wenn wir im oberen Drittel landen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass wir unter den ersten dreien sind. Vielleicht kriegen wir sogar die 1 hin. Ja, das wird schon was. Also ich glaube schon, nach der letzten Saison haben die ja gut gespielt. Das schon was wird, ja. Teamkompetenz und diese Chemie, dass sie einen guten Draht zueinander haben als Spieler. Ich glaube, es ist wichtig, dass sie erstmal ankommen in der Liga. Die sind zwar gerade Tabellenerster, aber ich glaube, das ist so eng alles. Da verlierst du zwei Spiele, bist gleich hinten dran. Also ich würde sagen, einstelliger Tabellenplatz und das wäre schon in Ordnung. Sehr gute Neuzugänge und ein eingespieltes Team. Die arbeiten füreinander, die laufen füreinander. Man merkt, das ist eine Mannschaft auf dem Platz und nicht einzelne Spieler. Und ich glaube, das macht es aus. Also mindestens Top 6. So gut, wie wir jetzt schon in die Saison reingestartet sind. Eigentlich, also heute wieder Tabellenspitze vor dem VfB. Sehr, sehr wichtig. Und wir spielen auf jeden Fall im Aufstieg mit. Und ja, wir sehen es im Laufe noch der Saison. Ja, eigentlich Meisterschaft wäre schon geil. Ich glaube einfach, der Mannschaft, der Wille ist da. Und jetzt mit so einem Start im Rückraum hat man schon noch Feuer drin für mehr. Aufstieg, ganz klar. Ja, einfach das Feuer, die Leidenschaft sind voll dabei. Merkt man auf jeden Fall mal, wenn man zuschaut. Und das macht's aus, würde ich sagen. Heute wird's schwierig. Der Gegner steht gut, ist immer für ein Tor gut und wird... Ja, auch nach der Enttäuschung am Wochenende alles versuchen, hier in 3 Jahren mitzunehmen. Also ich sehe aber, da du hast großes Potenzial in der Mannschaft und da ist auch nicht das Maximum erreicht. Also das und so im Umfeld. Und ich glaube, wenn da eine gewisse Euphorie, wie sie jetzt vorhanden ist, wenn man die halten könnte und weiter mit dem Drive vorangehen könnte, dann ist einiges drin diese Saison.